Ja, moin Leute, ne? Oder guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Stream zu Palworld. Ja, was ist Palworld? Es ist vom Prinzip her Pokémon gepaart mit Survival Games. Das heißt, mir wird tierisch eine abgehen bei diesem Spiel. Nein. Ich weiß, dass wieder der ein oder andere jetzt nur noch pervers denkt. Das Spiel ist so gesehen eine Mischung aus Pokémon und Survival halt. Und ich habe vor einem halben Jahr schon den ersten Trailer zu dem Spiel gesehen und dachte mir, das will ich da denn. Und offenbar auch sehr viele andere, weil das momentan eins der meist gespielten Spiele ist. Also denke ich mal, die meisten von euch wissen, worum es in dem Spiel geht. Bei mir ist es der erste Stream, den ich auch auf YouTube natürlich hochlade, weil so ein cooles Spiel will ich natürlich hochladen. Bevorzugt spiele ich aber eher alleine hier. Ich nenne meine Welt einfach das Gamer Tiereland. Schwierigkeitsgrad. Muss ich mal kurz durchgucken. Ich kenne mich mit Survival Games aus. Kann man den Schwierigkeitsgrad später noch einstellen? Weil sonst würde ich das nämlich erstmal auf normal lassen. Und am Ende oder ein bisschen später dann ein bisschen höher stellen. Ich lasse es erstmal auf normal. Ich kenne mich zwar gut mit Survival-Spielen aus, aber das heißt nicht, dass ich direkt am Anfang übertreiben muss. Und den Mehrspieler habe ich aus bestimmten Gründen aus, weil Randoms könnten mir sonst was in die Welt setzen. Beispielsweise könnten mir alles Mobs, was ich mir fangen will, weiß ich, in die Lebewesen hier Pals heißen. Oder ich weiß nicht, wenn man bauen kann, dass sie mir dann hier Geschlechtsteile in die Welt setzen. Um es auf gut Deutsch zu beschreiben. Deswegen habe ich die Mehrspieler aus. Und drücke jetzt mal bestätigen. Ich versuche mich wie immer natürlich bei Sequenzen aus dem Bild zu packen, wie ich es jetzt gerade demonstriert habe. Ich weiß nicht, ob eine Sequenz kommt, also packe ich mich jetzt mal wirklich aus dem Bild. Im Übrigen, das Spiel ist noch in der Early Access. Es hieß, Abstürze können auftreten. Natürlich heißt es Shining. Und Charakterindividualisierung ist da. Okay, ich werde jetzt wahrscheinlich eine Weile in der Charaktererstellung brauchen. Solange kann ich ja wieder ins Bild zurückkehren. YouTube sieht einfach am Ende, was ich mir da erstellt habe. Ich bin mit meinem Charakter zufrieden. Was meint ihr, Leute? Ihr seid auch zufrieden. Erinnerung an mich selbst. Ich stelle das Spiel gleich ein bisschen lauter, zumindest so um 5%. Im Vergleich zu mir ist es gerade echt leise. Aber ich drücke jetzt hier auf Spielbeginn und nur für den Fall eine Sequenz. Nur oh, putzig. Nein, bleib doch hier. So, ein Moment, bevor ich irgendwas mache. So. Ich habe das Spiel halt gerade ein bisschen lauter gestellt. B bauen. Eine primitive Werkbank. Dafür brauche ich Holz. Wie baue ich denn genau was ab? Muss ich es einfach verprügeln? Was
haben wir denn hier, Schöne? Was ist das? Ach, das ist eine Schnellreisestation. Technologiepunkte. Ich habe jetzt einfach ne, erst I und dann Tab gedrückt, weil das die ne meisten Tasten für so etwas sind. Ach, damit schalte ich mir die ganzen Sachen frei. Okay, ist verbergt. Hallöchen. Ein Schiffbusch. Oh, jemand, der nicht nach Palz riecht, ist mir länger nicht mehr untergekommen. Diese Insel ist die Rätsel von denen, die mit mir kamen. Herkommen, ist keiner mehr am Leben. Einer nach dem anderen wurden sie vom wilden Palz abgemuckt. Pass bloß auf dich auf. Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar abgeben, aber um hier überleben zu können, musst du dich selbst ranhalten. Ah, ich habe gerade Holz geschenkt bekommen. Kann ich das Ding auch wieder mitnehmen, ist die Frage. Sonst will ich das eigentlich nicht irgendwo hinsetzen. Also ich sag wie es ist, Survival Games kann ich immer gut ab. Sollen wir den Survival Guide angucken? Habe ich kein Interesse dran, ich will es so rausfinden. Technologiebildschirm und schalte Pulsphäre frei. Stelle Pulsphäre her. Pulsphäre. Ach, das sind so gesehen Pokebälle. 6 Technologiepunkte habe ich noch. Eine Holztruhe will ich auf jeden Fall haben. Eine Reparaturbank klingt gut. Lagerfeuer klingt wichtig. Das klingt auch wichtig. Ich behalte mal erstmal einen Lammballen. Ich frage mich, wie viel ich halten darf. Es scheint auf jeden Fall einige zu geben. Okay. Eine Holzkeule. Ich würde gerne erstmal eine Axt haben. Ich habe hier kein Holz gesehen. Da sehe ich Holz. Ich bräuchte ein paar Steine. Ach, Hallöchen, mein lieber Lammball. Ne? Warte mal, ich stelle mir mal so eine Pallsphäre her und dann fange ich mein erstes Pall. Ach, dafür pall ich Palliumbruchschwund. Wo kriege ich das denn her? Ich hole erstmal eine Holzkeule. Wenn ich irgendwas habe, womit ich mich verteidigen kann. Ungenutzte Statuspunkte. Werte erhöhen. Gewicht. Gewicht klingt nämlich wichtig. Darf ich das Ding auch nutzen? Ich glaube nicht. Ich kann mir noch keine Pulsphäre herstellen. Also, Battle! Ich habe ein bisschen Wolle. Ich werde jetzt nicht alles verprügeln, was mir vor die Nase kommt. Bevor man das falsch versteht. Ich würde jetzt gerne ein paar Steine finden. Kann ich einfach... Okay. Das, was mich gerade eben interessiert, da kann ich die Werkbank einfach sagen, ey komm, ich will die mitnehmen. Aber wie wechsle ich denn da oben überhaupt durch? Warum mit 1 und 3 und nicht mit 2? Das Lagerfeuer brauche ich auf jeden Fall. Wegen Essen.
So, Nährwert 52, Gewicht 1, nehme ich an. Damit kann ich mein Leben heilen oder mich ein bisschen ernähren. Ich würde trotzdem gerne rausfinden, wo ich Steine finde. Ah, hier haben wir endlich mal welche. Das Ding einfach verkloppen, dann kriege ich Steinchen. Fühlt sich an wie bei Ark. Okay, jetzt habe ich ein paar Steine. Ich würde sagen, ich hole mir damit als allererstes eine Spitzhacke, oder? Dann brauche ich jetzt wieder Holz. Ich denke, für Holz kann ich einfach die Bäume verprügeln gehen. Stein? Oh, eine Palsphäre. Ich habe eine gefunden. Gib mir Holz. So, ich nehme mal als erstes, glaube ich, eine Spitzhacke mit. So, wie wechsle ich durch? Ach, einfach Steuerrad. Okay. Ich habe da gerade Palladium-Bruchstücke bekommen. Also kriege ich die hierher. Kann ich da unendlich lang abbauen? Nee, das Ding wird ja immer kleiner. Ich mache mal mein Arbeitstempo, glaube ich, höher. So, jetzt brauche ich Holz. Wenn ich das Ding da oben zerkloppe, kriege ich das Zeug wieder. Was ich reingesteckt habe. Weil ich würde eigentlich gerne lieber da unten bauen. Ich kann hier eben kurz die Palsphäre noch herstellen. Bevor ich das Ding zerlege. Nein, ich kriege mein Zeug nicht wieder. Na gut, das Lagerfeuer kann ruhig hier oben bleiben. Ich kann die Bären grillen. Na gut, schon mal ein bisschen Essen bei mir, ne? Pack mich, glaube ich, mal eben kurz auf die rechte Seite. Mach mich ein bisschen kleiner. Damit ihr auch meine Lebensleistung so weiter sieht. Ich sehe hier noch eine schönere Fläche als die dort. Scheinbar nicht, dann baue ich mich hier erstmal auf. Ich brauche Holz. Daraus mache ich mir dann erstmal eine Axt. Warte mal. Technologien, Holzbauset. Ich gönne mir hier mal
Denk mal, Stoff werde ich noch brauchen. Ich gönne mir noch das miese Bett. So. Erstmal, dass ich hier so einen Grundplatz habe. Dann haue ich mir noch mal ein Stück Holz raus. Ich erwähne es übrigens mal direkt sofort für die YouTube-Zuschauer. Das hier ist ein Survival-Game. Heißt, ich werde sehr viel rausschneiden von dem, was ich tue. Also beispielsweise, wenn der Stream jetzt 2 bis 3 Stunden geht, ihr seht wahrscheinlich so gerade mal die Hälfte, weil viel aus Farming besteht. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Erstmal die wichtigen Sachen basteln. Das, womit ich mein Zeug abbaue. So, jetzt habe ich was Gutes zum Holz abbauen und was Gutes zum Stein abbauen. Für den Anfang. Wichtigsten Sachen im Leben schon mal geregelt. Ach, ich, für die YouTube-Zuschauer, ich habe übrigens gerade eben Ark angesprochen. Ich hatte das eine Weile gestreamt, habe das Projekt dann aber verworfen, weil es nur abgestürzt ist und es keinen Sinn gemacht hatte, das dann fortzuführen. Also die Info für die YouTube-Zuschauer. Mit B baue ich. Ich will eine große Fläche haben. Ich mache erstmal 3x3. Obwohl, ich mache 4x4. Dann habe ich fürs Erste schon mal einen Ort zum Bauen, wo ich ein Haus mir baue. Als Nächstes hätte ich eigentlich gerne eine Holztruhe. So, das gönne ich mir. Hi, Dark! Ah, die Dinge finden, die sind später wichtig. Das gönne ich mir sofort. Und Kleidung ist auch wichtig. Dann gönne ich noch die Alarmglocke. Wann habe ich das Ding denn gesehen? Ich mache mal den Angriff mal höher, damit ich gleich ihn viel besser verprügeln kann. Ach, wo man schon beim Thema ist. Holen wir uns unseren ersten Pall. Ich nehme mir das da. Okay, es ist geschwächt. Ich habe was gefangen. Fange deinen ersten Pall, habe ich gerade als Erfolg bekommen. Nur seht ihr es nicht, weil ich meinen Avatar drüber habe. Komm. Die Leiche ist ins Nirvana geflogen. Es ist dein Geld. Verwerte es, wie du willst. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Tue ich mal hier an die Ecke. Wartet mal, für die Erfolge kann ich mich ja ein kleines bisschen nach oben setzen, dann seht ihr die noch. Auch wenn mein Avatar dann ein bisschen in der Luft schwebt, dann könnt ihr wenigstens die Erfolge sehen. Du hattest mir Time Melters geschenkt. Das habe ich auch schon installiert und das machen ich und Kai zusammen, sobald wir
hier ein, zwei Projekte auf dem Kanal fertig haben. Ich gehe doch wieder auf die linke Seite. Ich will, dass ihr zumindest die Erfolge sehen könnt. Dann seht ihr halt doch nicht mein Leben. Oh, ich brauche Feuer. Kalt. Ich erfriere. Warte mal, wie setze ich das Vieh jetzt in die Freiheit? Ach, mit E. Hallöchen. Wo willst du hin? Das ist auf eine Vielform, damit das Eier legt. Wo willst du hin? Warte mal. Hier, nimm ein paar Beeren. Baumaterial, das tue ich mal nach rein. Für den Futtertrog brauche ich noch ein bisschen. Okay. Kann ich darauf zugreifen, wenn ich in der Nähe der Kiste bin? Oder muss ich es wirklich im Inventar haben? Okay, ich muss es im Inventar haben. Was will ich denn überhaupt als nächstes bauen? Die Alarmglocke brauche ich noch ein Palladiumbruchstück. Werkbank habe ich. Die Pallbox wäre wichtig. Oh, heute gibt's lecker Schickipiken-Spießchen. Ich verbrate gerade deinen Bruder. So makaber. Aber es ist die Realität. Ich glaube, das brauche ich auch. Davon mache ich mir auf jeden Fall jetzt mal eben kurz ein paar, dass ich ein paar fangen kann. Ich finde es schön, wie das Tier mit mir levelt. Eine handliche Fackel für ein bisschen Wärme für unterwegs. Und auch Licht natürlich. Und davon mache ich mir auch mal eins. Brauche ich bestimmt noch. Irgendwann. Momentan kriege ich keine Auszahlungen von Twitch. Ich weiß nicht wieso. Ich muss dann noch mal überprüfen. Ja, das Teil macht tatsächlich, dass mir warm ist. Die Wolle brauche ich und die Fasern. Die Steine sind scheiße schwer, deswegen tue ich die mal da rein. Obwohl, das Holz brauche ich zumindest. So. Ich würde mir gern Wollkleidung machen. Nachdem ich meine Wasserflasche umgekickt habe. Ich wollte so eine Pallbox bauen. Ja, dafür brauche ich nochmal ein Palladiumbruchstück. Den Futtertrog kann ich auf jeden Fall schon mal hinsetzen. Ihr dürft auch in meine Bude. Ich tippe einfach mal drauf, dass du die roten Beeren magst. Du bedienst dich einfach, ne? Habe ich auch irgendein Interaktionsmenü, wenn ich mit dir quassel? Wollte ich gerade fragen, aber du läufst immer vor mir weg. Ich verstehe, Stuhn. Du magst meine Anwesenheit nicht. Kann ich voll nachvollziehen. Meine Anwesenheit will man nicht sein. Um Gottes Willen, das Zeug, das verdirbt. Es wird langsam wieder hell. Für die Pallbox brauche ich sowieso die Palladiumbruchstücke. Da brauche ich nochmal Wolle. Ich mache die mal im Bett.
So. Guck mal, das Tier kriegt vor mir ein Bett. Bin ich nicht nett? Ich habe es vor ein paar Minuten versklavt und ich baue ihm schon ein Bett. Bedienst du dich da freiwillig einfach von dir aus oder muss ich dich da reintragen? Solange ich es nicht brauche, tue ich es mal in die Box und suche mir jetzt nochmal so ein Lämpchen. Da unten leuchtet es blau. Das blaue Leuchten, was sie bedeuten. Ach, das sind Notizen zum Lesen. Oh, guck mal, die haben auch Einträge. Extrem schwach und extrem lecker. Gehört zusammen mit Lambal zu den schwächsten Pals. Egal wie viel man sie jagt, irgendwie tauchen immer wieder neue auf. Wo habe ich denn jetzt diesen Geschichtseintrag, den ich gerade abgeholt habe? Ach, hier in den Notizen wahrscheinlich. Notizen eines Schiffsbrüchigen, Tag 2. Beim Erkundungsspielziergang fand ich eine Sphäre, die ein seltsames blaues Licht ausstrahlte. Ich warf sie beiseite und eine Kreatur, die zufällig in der Nähe war, leuchtete geheimnisvoll auf und wurde scheinbar von der Sphäre aufgesogen. Ungläubig hob ich die Sphäre auf. Die Kreatur formierte sich aus dem Licht wieder neu und sah mich grinsend an. Zu meiner endgültigen Überraschung half mir das Wesen sogar, eine Hütte zu bauen, um mich vor Wind und Wetter zu schützen. Ein echter Kumpel in der Not. Ich beschloss, die Kreatur liebevoll Pal zu nennen. Der Insel gab ich passend dazu den Namen Pagos. Ich nehme an, da kriege ich Pal-Bruchstücke raus aus diesem blauen Erz da. Ja. Was für Waffenbruch. Okay, ich kann mit dir nicht interagieren. Aber ich kann auf 4 was machen. Emote? Yeah! You spin me right round, baby, right round. Das Wichtigste gefunden. No. Jetzt komme ich mir vor wie bei Harvest Moon. Ach, ich muss ihn so füttern? Ich habe ihn gerade nicht einen seiner Artgenossen verfüttert, nein. Alter, ich brauche so eine Reparaturwerkbank. Oh, Steuerungen mache ich eine Rolle. Ich erkunde das Spiel auf meine Art und Weise. Was kann ich dir denn noch sagen? Angriff einstellen. Habe ich sonst kaum eine Option? Ich bräuchte so eine Reparaturwerkbank. Holz und Stein, davon habe ich gerade so genügend. Gib und gib. Ich muss ein bisschen Holz abbauen. So, Reparaturwerkbank. Habe ich hier eigentlich die Möglichkeit, Etagen zu bauen? Ja. Ich glaube, ich sollte ins Bauen investieren. Das dauert ja ewig. So, Steinaxt. Ja, mit den Materialien.
Holzkohle ist mir egal. Die Spitzhacke braucht auf jeden Fall Reparatur. Ich wollte gerade sagen, ich will wissen, kann ich da drüber bauen, dass das verschwindet. Aber nein, kann ich nicht. Ich würde das gerne entfernen. Ah, so kann ich das abbauen. Warte mal. Dann baue ich das Lagerfeuer hier oben auch mal direkt ab. Ich mein Holz wieder. Ist hier noch mal ein Schaf? Ich brauche Wolle. Ich werde auch ganz zärtlich sein. Da, da ist ein Schaf. Warte mal, zuerst will ich so eine Katze fangen. Nein, da! Gibt sich extrem selten selbstbewusst, ist in Wahrheit aber ein Schwächling. Von einem Kativer nicht ernst genommen zu werden, ist die allergrößte Demütigung überhaupt. Komm, dich fange ich dann auch. Lammball kommt auf abschüssigen Wegen leicht ins Rollen. Weil ihm dabei schwindlig wird und es nicht mehr auf die Beine kommt, steht es ganz unten in der Nahrungskette. Richtig nette Einträge. Muss man schon sagen. Katze, wo willst du hin? Kann ich auch mehrere rufen? Nee, ich kann immer nur eins draußen haben. Ey, komm mal hier. Hier, guck mal, ein paar leckere Spieße. Jetzt brauche ich aber immer noch ein paar Schafe. Ich sehe nur Hühnchen. Oh, da leuchtet es schön. Erze. Lecker. Wie nutze ich denn die Fähigkeit von diesen Lebewesen? Ich gönne mir auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar Erze. Feuerpfeile. Einfacher Gleitschirm, der klingt nützlich. Das brauchte ich, hieß es gerade eben. Das wäre eventuell auch wichtig. Ich muss nicht die Schnellreise. Darf ich schwimmen? Ich darf schwimmen. Okay. In einigen Spielen sterben die Charaktere ja, wenn sie Wasser nur angucken. Okay, wenn ich zu viel Gewicht habe, kann ich nicht mehr hüpfen. Leg mal eben kurz die Hälfte davon hin und bring mal das Zeug nach Hause. Da ist ein Schaf. Das sind zwei Schafe. Tut mir leid, die werden erstmal umgenietet. Warte mal. Angriff!
sieht nur noch Sterne. Was machst du? Das hat gerade die Basis angegriffen. Greift gefälligst nur die Gegner an. Glaubt ihr, wo es hackt? Hallo? Was hast du denn für Probleme? Auf die Basis kaputt zu machen. Nee, da brauchst du mich auch nicht so angucken. Du weißt genau, was du falsch gemacht hast. Ach, das Teil war gut für mich. Och, wie nett. Ich muss nichts mehr selber machen. Boah, scheiß viele Fasern für diese Farm. Kannst du für mich auch den Stoff herstellen? Ja, ich habe ein Nutztier. Ich muss nichts mehr selber machen. Warte hier, dann mach auch noch Essen. Mach dich nützlich, wenn du schon meine Basis zerlegen willst. Okay, ich scheine verdammt viel Platz zu haben. Ich noch mehr hier im Lager rumrennen lassen? Okay. Warte mal. Arbeite. Und mit arbeiten meine ich nicht Basis zerstören. Sollte ich noch ein weiteres Bett für die bauen? Brauche ich auch erst wieder Holz. Ich gehe mal unten gucken, nicht dass das Zeug verschwindet. Also das Erz, was ich abgelegt habe. Ich weiß nicht, ob es despawnen kann. Ihr seid ja schlauer als ich. So einen Riesenbereich habe ich. Ich denke mal, dieser blaue Kreis ist meine Basis. Habe ich ja ultra viel Platz. Erhöhe die Lagerstufe auf 7. Verlangst da was? Ich glaube, die erlegen gerade da oben das Lebewesen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Sammeln die das Zeug dann wenigstens auch für mich? Nee, das liegt dann einfach hier. Oh, der baut die Steine ab. Und sie reparieren. Braucht dringend mehr von diesen Boxen. Kann ich auch ein K.O.-Vieh fangen? Ja. Nein. Sag bloß, du transportierst das zu meiner Kiste. Oh, ihr seid ja richtig gut. Automatisiert hier direkt von Anfang an. Warte mal, da habt ihr euch euer Bett aber auch verdient. Was brauchte ich noch für ein weiteres Pallbett? Müsste aber draußen schlafen. Oder ich baue den extra eine Hütte. Nein? Ich weiß.
weiß nicht, was ich machen werde. Ich, hier, Haupthaus für mich. Obwohl, ich kann die doch auch ruhig bei mir drin schlafen lassen, oder? Ja, ich baue das später einfach noch um. Hier, macht mal. Ich hab Stoffkleidung. Endlich nicht mehr nackt. Jetzt habt ihr beide ein Bett. So, ich hätte gern einen Bogen. Ja, genau, mach du das mal. Ich liebe es. Vielleicht von Anfang an Automatisierung. Ich habe einen Ball zu werfen. So kann ich. Alle. Ich will dein Menü öffnen. Ha. Okay. Okay, so eine Kativa will man auch bei sich im Team haben. Mach mir mal ein bisschen was an Fallen. Dann gehe ich mir nochmal so eine Katze fangen, weil es hieß ja, die werden ein lebendes Inventar. Ich habe eine Katze umgenietet. So, gefangen. Ach, der Lammball kam gerade zu Hilfe. Reicht es, dass er dabei ist? Also muss er jetzt unbedingt im Vordergrund stehen, dass der Effekt mit der helfenden Pfote aktiv ist? Ich bin froh, dass ich sie nur K.O. schlage. Wenigstens wissen die das Bett zu schätzen. Was ist, wenn ich da drüben nochmal so eine Box baue? Ah, okay. Ich baue jetzt ein mieses Bett. Aber davor... Jetzt wird die Bude gebaut. So, ich kann meine Pallbox verbessern. Dann kann ich das Huhn auch hier rumlaufen lassen. Außerdem sehe ich, ob dann der Bereich wirklich größer ist. Ich dachte, ich hätte schon wieder so eine Sphäre aus Versehen geworfen. Ach, darüber macht man die Schnellreise. Warte. Ich baue das Ding jetzt trotzdem einmal eben kurz ab. Nachdem ich die hier eben kurz in mein Team hole. Sicher ist sicher. Und ich stelle es dann ein bisschen mittiger von meiner Basis.
Dann gehen sie eventuell auch an das Holz da hinten. Genau, ich will das, wie gesagt, so ein bisschen mittig von meiner Basis hinstellen. Da steht es halt an einer besseren Stelle. So, dann können die jetzt hier arbeiten. Okay, ich will jetzt auf jeden Fall als nächstes diese Viehfarm bauen. Dafür brauche ich die Steine aus meiner Box. Außerdem brauchen die noch ein weiteres Bett. Ich mache einfach vorausschauend und baue generell schon mal ein paar Betten. So, kann ich jetzt hier auch endlich die Wand jetzt hinsetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Bereich größer geworden ist. Ich muss das gleich mal überprüfen. Nutzen die Türen von sich aus? Okay, von den Reparatursets will ich eventuell ein paar lagern. So, nochmal ein bisschen Holz. Ich kann meine Box verbessern, hieß es gerade. Warte mal, ich guck mal eben kurz, wo die maximale Grenze von dem Teil ist. Ich will damit überprüfen, wie ob sich die Reichweite erhöht. Ich kann ja genau hier einfach sagen, hey, ich werf mal hier eben kurz eine Beere ab und jetzt verbessere ich das Ding. Kann ich mit dem Rückbaumodus übrigens das da entfernen? Nein. Hier muss ich was umbauen. Genau, baue mal eben kurz, damit ich an die Box kann. Dass ich mein Inventar leere. Die scheinen sich ja auch von sich aus das Zeug da rauszuholen. Außerdem scheine ich jetzt auch aus den Kisten greifen zu können. Die soll mal ein paar davon machen. So, jetzt verbessere ich das mal, dann sehe ich nämlich, ob sich der Bereich vergrößert. Ich kann ja sehen, wo ich die Beere abgelegt habe. Nee, der Bereich vergrößert sich nicht. Okay, das hat mich interessiert. Ob sich der Bereich vergrößert oder nicht. Ich muss schon sagen, bisher macht mir das Spiel Spaß. Als nächstes sollte ich mal so einen Bärengarten anlegen. Da brauche ich aber auch wieder Zeug ohne Ende. Hier, damit ihr Essen habt. Ach, die legen die Bären auch da rein. Lustig. Stellt man momentan nichts her. Ich finde es schön, wie sie das alles einfach hier von sich aus abbauen. Nur mit dem Einlagern kommen sie null hinterher. Okay, jetzt fühlte ich mich kurz wie bei Breath of the Wild. Okay. Schießen funktioniert gut. Was will ich eigentlich eher fangen? Habe ich das Gefühl.
Ich muss auf jeden Fall ein paar von diesen Lämmern fangen, auch damit ich eine Wollproduktion habe. Da unten ist so ein Lammball. Ich habe Punkte zum Ausgeben. Ein Steinspeer wäre eventuell auch nicht schlecht. Den stelle ich mir mal hier. Also setze ich mir mal auf Liste. Wo bin ich denn dem begegnet? So, ein Lammball. Auch mehr Arbeiter. Okay, da sehe ich wieder was leuchten. Das gehe ich mir holen. Nicht vergessen, Holz kann ich auch gut gebrauchen. Das hier ist so ein Grund, warum ich viel von dem rausschneide, was hier passiert. Weil das Farming, das wollt ihr von YouTube nicht sehen. Ich habe eine Liftmunk-Statue. Ah, okay. Dann kann ich das Geschick beim Fangen verbessern. Arbeitstempo brauche ich nicht. Ich verbessere auf jeden Fall mal mein Gewicht. Weil ich ein bisschen mehr tragen kann. Leben ist bisher noch nicht wichtig gewesen. Rennt hier denn irgendwo noch so ein Bällchen rum? Da unten sehe ich zwei. Rein da. So viel Platz scheinen die nicht wegzunehmen. Drei noch, dann habe ich ein paar schon mal für die FIFA ein bisschen zusammensammeln. Ach, das ist das K.O. geschlagene. Du hast den Stress angefangen. Ich gehe mal wieder zurück. So, dann bauen wir jetzt als nächstes diese Bärenfarm. Dann bauen wir dann am besten direkt mehrere Teile hier auf. Und natürlich kommen die nach draußen. Dann haben wir eine ordentliche Farm für Essen. Das brate ich mal selber eben kurz so lang. Ah, ich kann ja jetzt hier eben kurz aufbessern. Baue Statue der Kraft. Baue Paul Ausrüstungswerkbank. Okay. Ich lasse mal ein weiteres Lämmchen hier eben kurz mithelfen. Ich habe hier Spaß. Ich muss ein weiteres Bett bauen. Ungenutzte Statuspunkte. Machen wir meinen Angriff mal zur Abwechslung höher.
wenn es sich gefühlt irgendwie nicht lohnt, wenn ich da nur 2 Punkte bekomme. So. Die Pfeile waren auf jeden Fall sehr viel effektiver als dieser Knüppel. Muss man direkt sagen. Die Viehfarm, die kommt nach hier draußen. Wenn ich sagen, hier in der Ecke. Wollt ihr mir mal helfen kommen? So geht's viel, viel schneller. So. Die sind jetzt glücklich hier. Die machen jetzt hier ab und zu ein bisschen Wolle, ne? Oh. Habt ihr jetzt schon eine gute Bude? Die Statue der Kraft, die habe ich noch gar nicht freigeschaltet, ne? Die Pall-Ausrüstungswerkzeug muss ich natürlich auch. Steinbruch und Holzfällerlager will ich, glaube ich, auch haben, damit die hier standardmäßig am Arbeiten sind. Warte mal, der nimmt jetzt gerade die Beeren aus meinem Inventar oder nimmt er die Samen? Den Samen habe ich gerade. Ich habe Spaß, lalala. Genau verbraucht der. Ich kann ein paar Pulsfähren gebrauchen. Ich kann ein bisschen Holz gebrauchen, meine ich wohl eher. Komm, da hat eine Ding. Wir haben da hinten Arbeit gefunden. Ich nehme euch hier mal die Arbeit ab. Tatsächlich, die produzieren hier gerade am laufenden Band gerade Wolle, ne? Geht ja richtig schnell. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie das so schnell machen. Ich brate mal eben kurz diese Beeren. Ich will ja auch wissen, verbraucht er die aus meinem Inventar, die Beeren, oder verbraucht er die Samen? Oder verbraucht er gar nichts? Bei letzteres wäre es broken. Verbraucht einfach gar nichts.
Diese Art, die brauche ich nur, um die Teile generell aufzubauen. Die Farben, die kommt so langsam. Ach, die ernten gerade. Ich dachte, die betanzen das. So, ja, wächst. Ich glaube, ich hole auch eins der Hühner raus. Wer von euch ist das schwächste Glied? Du. Eventuell gucke ich, dass ich doch irgendwen dazu hole, weil es dauert schon ewig lang, hier alles abzubauen. Nur habe ich dann die Befürchtung, dass ich wenig von der Story sehe. So. Ich will auf jeden Fall eine weitere Holztruhe dahinstellen erstmal. Danke, dass du mir hilfst, aber das hätte ich auch allein geschafft. Schon mal provisorisch eine zweite Kiste. So, ich hole mir jetzt mal den Steinspeer. Den Steinbruch. Ich gönne mir auch die Standfackel. So, das Ding kann ich mir jetzt auch einmal basteln. Ach, da will mir keiner helfen. Verstehe ich schon. So, jetzt habe ich ein Schild. Den Gleiter gönne ich mir auch mal. Ah, jetzt kommt mir einer zur Hilfe. Und haut wieder ab, weil er Hunger hat. Ist aber auch anstrengend, die Arbeit hier. Okay, im Sprung Leertaste, um zu gleiten. Dafür brauche ich Feuerdrüsen. Keine Ahnung, wo ich die herbekomme. Immer provisorisch 10 hier von diesen Reparatursets in der Basis rumgammeln haben. So, als nächstes Steine. Außerdem solche Lager. Ich würde sagen, zuerst den Steinbruch tatsächlich. Weil dann können die hier durchgehend arbeiten. Die Steine lasse ich mal da liegen und gehe selber Steine suchen. Die ungenutzten Statuspunkte. Ich mache mal meine Ausdauer tatsächlich höher. Damit ich ein bisschen länger abbauen kann. Ich baue das mal hier oben hin. Wenn es vom Platz her reicht. Nee. Sollst mal wer bauen helfen? Nö. Ist ja auch egal. Lass ihn mal einfach machen. Ich glaube, ich stelle jetzt mal ein paar weniger Lämmer hier hin. Oder kann ich ihnen zumindest sagen, dass sie das mit den Weiden kurz aufhören sollen?
Ich fange übrigens nicht an, die hier alle zu benennen, ne? Muss ein paar mehr von diesen Kativas mir mal holen, damit ich mehr habe, die hier die Arbeiten übernehmen. Haben sie einen Steinbruch, jetzt können sie hier durchgehend arbeiten, wenn sie wollen. So, die Ausrüstungswerkbank mache ich mal als nächstes. Das hast du da prima hingestellt. Danke, dass ihr beim Arbeiten hilft. Das ist sehr nett von euch. Erste von zwei Dingen ist gebaut. Nächstes brauche ich diese Bruchstücke. Wozu repariert ihr? Das Ding ist doch noch voll in Schuss. Okay, ich darf dieses Reparaturset nicht in der Box lassen. Die verbraten das einfach nur. Woher nutze ich das von alleine ab? Beschäftigt euch mal damit. Dann habt ihr was Sinnvolles zu tun. Statue der Kraft, die kommt hier vorne hin. Der Platz hier schreit ja förmlich, dass hier die Statue hinkommt. Du machst das, ich leg mich hin. Angriff! Will arbeiten und geht Insel danach futtern. Okay, entweder die verstärken oder die verstärken. Dafür braucht man Pallseelen. Okay, habe ich nicht. Aber ich kann mein Fanggeschick verbessern. Was genau macht Fanggeschick? Wahrscheinlich, dass die besser in den Ball landen. Erstmal Lagerverbesserung. Steinbruch ist doch schon gebaut. Hat wieder das Spiel von mir. Ist doch ein Steinbruch. Oder muss ich ihn jetzt extra nochmal bauen? Ich muss den, glaube ich, noch mal bauen. Die sind gut beschäftigt. Aber wie tragen die das zurück? Oder bleibt das einfach dort? Ich muss was abwerfen. Jetzt habt ihr richtig was zu essen. Weder Pals, menschenfressend. Warte mal.
sind jetzt alle schon tot. Ich wollte den einen oder anderen von denen fangen. Wenn da schon neue Viecher angerannt kommen. Wenn ich hier am Grillen bin, kommt einfach ein Raid rein. Irgendwie macht der eine Pfeil von da hinten gerade die Bälle, die ich haben wollte. Habe ich auf jeden Fall ein bisschen was zum Werfen erstmal. Ein Silberschlüssel. Da halte ich mal bei mir. Scheint ja auch nichts zu wiegen. Holzfällerlager, Palladium, Bruchstücke brauche ich hauptsächlich. Liegt einfach eine Sphäre. Da unten ist was Neues. Ein Kremis. Da. Da unten sehe ich auch noch mal was Neues. Ein Pinguin hat eine feinere Wolle als Lampe und eignet sich auch sonst besser als Nutztier. Historisch gesehen wurde es jedoch für gewöhnlich als Haustier gehalten. Rest eben kurz hier in den Notizen. Historisch gesehen wurde es jedoch für gewöhnlich als Haustier gehalten. Ähnlich sein zahlt sich einfach aus. Sieht aus wie ein Evoli. Oh, wahrscheinlich hat die Scheiß aus. Pengulit, seine Flügel haben sich zurückgebildet und es kann nicht fliegen. Die Sehnsucht nach dem Himmel ist jedoch noch immer in seinen Genen verankert. Und er versucht es immer und immer wieder. Ich habe einen Pallsaft und eine Eistrüse bekommen. Also selbst beim Fangen kriege ich ein bisschen was von denen. Das war, glaube ich, gerade unter den Viechern, die mich geraidet hatten. Dieser Dream und der Wolf. Auch dieser Leaspunk, der war definitiv drunter. Den habe ich nirgendwo gesehen. Ich habe hier Viecher in der Liste, die ich nicht mal ansatzweise gesehen habe. Dieser Fuchs, der gibt definitiv diese Feuerdrüse. Ach, guck mal, da ist er auch direkt. Lies mir den Eintrag gleich durch. Ich will den hier auch noch. So, Paldex Foxpax. Ist kurz nach seiner Geburt noch nicht gut im Umgang mit Feuer und verschluckt sich oft dran. Niesende Foxpax sind eine Hauptursache von Waldbränden. Ah, da ist dieser Marmoset. Junge, hat der ein Level. Den bekämpfe ich definitiv noch nicht. Ich habe die falsche Taste mal wieder gedrückt. Kann auf Befehl als Flammenwerfer ausgerüstet werden. Okay.
Auf Befehl wirst du mit einer Panzerfaust ausgerüstet, die Pengolett als Munition verschießt. Beim Aufschlag explodiert Pengolett und wird kampfunfähig. Und er hier? Ah, und der verstärkt meine Kameraden ein bisschen. Wie gesagt, mit dem, da lege ich mich nicht an, der nietet mich doch um. Ich sehe was leuchten. Ich werde magisch davon angezogen. Da kam viel raus. Goldmünzen vor allem Ding. Okay. Ich würde gerne noch diesen komischen Vogel finden, der irgendwie mal an meiner Seite vorbeigezogen ist. Den Vogel, den ich nicht mal mitbekommen habe, dass er da ist. Aber ich brauche ich nicht mehr. Ich habe noch Produktion an Wolle. Hätte nicht gedacht halt, dass die so krass ist. Das direkt so eskaliert. So. Ich habe wieder Punkte, das heißt, ich kann den Zerkleinerer jetzt erforschen. Ich denke mal, die beiden Sachen, die ich beide haben. Ich gönne mir die heißen Quellen. Gift habe ich noch nicht. Okay, gönn ich. Klingt lustig. Allein als Verteidigungsmaßnahme setze ich mir jetzt auch mal die Schlingenfallen. Brauche ich aber mies nicht mehr Feuerdrüsen. Richtig sehe, sind die Produktionskosten, was Holz und Stein angeht, bei dem Feuerbogen wesentlich geringer als beim normalen Bogen. So, ich mache jetzt mal so. Ihr bleibt mal bei mir. Meine Ausdauer muss dringend höher werden. Arbeitest du gar nicht? Wenn du gar nichts machst, dann bist du auf der Farbe unnütz. Ah, das Tier kann kochen. Okay. Ich habe jemanden, der sich ums Kochen kümmert. Was macht der Pingu? Der hilft mir eben kurz mit meinem Bogen. Feuerbogen tue ich aber erstmal in die Box, weil ich noch keine Feuerpfeile habe. Holzfällerlager haben wir, zerkleinerer braucht Holz. Ich habe keinen, der hier arbeitet. Der zerkleinerer packe ich nach drin. Der kommt hier in die Ecke. So, ich warte, dass die Armee kommt, um mir zu helfen.
Alter, ich sehe nur den riesen Wolleberg da draußen. Die können aus Steinpaldium machen. Und aus Holzfasern. Okay, wenn die Wolle so extrem jetzt ballert, dann kann das Schaf ruhig in die Box. Packe ich lieber noch einen von denen dahin. Schade, dass du aber nur am Kochen bist. Muss ich dich eigentlich nur dann rausholen, wenn ich wirklich große Ladungen an Essen hier in Arbeit habe. Ansonsten lohnst du dich ja gar nicht. Ich brauche noch jemanden, der am Bessern ist. Jemanden, der aussieht, wäre natürlich auch gut. Ja, der bewässert zumindest. Wenn ich jetzt noch jemanden fürs Aussehen habe, ist das hier automatisiert. Dann haben die durchgehend Essen. Ach, ich kann die Basis verbessern. Baue eine heiße Quelle und den primitiven Hochofen. Den Hochofen habe ich definitiv noch nicht. Da. Alter, wie schnell komme ich denn voran? Heiße Quelle ist unter Infrastruktur und dafür brauche ich Palsaft. Den kriege ich, glaube ich, von den Pinguinen. Ich gönne mir mal kurz ein paar Steine aus dem Steinbruch. Dann stelle ich so eine Alarmglocke mal auf. So, die sollten die Eindringlinge dann verprügeln. So, dann ist der Pinguin beschäftigt. Ich gehe mal ein bisschen Holz abbauen. Wie viel Holz brauche ich? 5 pro Teil. Ach, kann ich sogar schon. Ich würde nämlich gerne hier vorne eine Fackel hinstellen, damit ich leichter die Basis finde bei Nacht. So, ich gehe noch einmal auf Wandertour. In der Hoffnung, noch mal was Neues an Mitstreitern zu finden. Und eventuell ein paar Füchse zu verkloppen, weil die zu fangen lohnt sich irgendwie nicht. Außer ich brauche hinterher richtig viel Feuer. Ich bräuchte irgendwen, der aussehen kann. Warte mal, ich kann doch auch das Habitat von denen sehen, ne? Ach, das ist nur nachtaktiv, das Vieh. Deswegen finde ich es gerade nicht. Das muss ich mir bei Nacht holen. Nightwing. Humus.
Erstmal das riesige Hühnchen. Bringt mir Pfeile. Um Gottes Willen, irgendwie ist es auf mich aggro geworden. Und ich habe das Ding gefangen. So, ich würde gern diesen Gumus, der da unten noch rumrannte, mitnehmen. Eventuell kann einer von denen ja Holzarbeit oder zumindest aussehen. Ich denke mal, dass das Ding da tatsächlich aussehen kann. Das sieht schon so aus. Oh, das war ein bisschen zu viel. Ja, wenn er Vieh schon Samen droppt. Komm zurück. Hier ist eine Schnellreise. Perfekt. So. Management. Ich nehme mal die zwei hier raus. Er ist ein Sammler offenbar. Und er ist für Aussaat zuständig. Perfekt. Keine Ahnung, was du machst, aber wird schon passen. Ich brauche dringend Pfeile. Hast du gar nichts? Du bist gerade in halb tot, ne? Aber ich habe jetzt hier Aussaat und Bewässerung. Das heißt, Essen ist automatisiert. Ja, die regenerieren sich gerade erstmal. Mich interessiert, was genau machst du hier in der Basis? Das wird schön. Jetzt habe ich hier jemanden, der automatisch aussieht. Ist egal, wenn der langsam ist. Hauptsache, dass es automatisiert. Ich helfe dir mal nach draußen. Jetzt will er wieder rein. Kann ich dich dazu zuweisen. Komm mal her. Ich habe auf jeden Fall einen riesigen Vogel in meiner Basis. Das ist ja schon mal etwas. Ach, der kann nicht gut Holz füllen. Da du hier überhaupt nichts machst, ist es, glaube ich, besser, wenn du einfach mit mir kommst. Der macht ja echt gar nichts in der Basis. Ja komm, dann lasse ich den Fuchs auch hier rumrennen, falls mal irgendwas gekocht wird. Ich würde das gerne auf Automatisieren stellen, dass der automatisch einfach hier einfach am Braten ist. Ich
Ich glaube, ich stelle mal ein zweites Lagerfeuer auf. Und dann lasse ich auch gleichzeitig einfach die Spiegeleier den machen. Dann ist das ein Tier wenigstens beschäftigt. Ich baue mal ein paar Schlingfallen auf für Angriffe. Sagte ich und habe nicht das Holz dafür. Bestimmt habe ich hier bei den Technologien jetzt irgendwo den Sattel für dieses Ding. Zumindest gehe ich davon aus, dass ich einen Sattel für den brauche. Ich muss mal den noch lesen. Gumus. Der Körper dieses Pais besteht aus einer baumharzähnlichen Substanz. Wenn ein Gumus sein Hütchen verliert, fängt es an zu faulen und stirbt schließlich. Och, wie traurig. Der eine oder andere von denen ist für viele Arbeiten gut. Da, der Nightwing. Das ist ein späteres Vieh. Verschleppt neugeborene Pais in sein Netz und zieht sie dort auf. Wenn die Zeit reif ist, werden sie gefressen. Autsch! Fies! Erstmal ein Speer. Erstmal nur 50, ein bisschen Holz will ich mir schon behalten. So, alles in die Box. Reparaturset nicht, das missbrauchen die nur. Dann suche ich mir jetzt mein Vögelchen. Der muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Da sind diese D-Dreams. Davon kann ich mir auf jeden Fall einen eben kurz mitnehmen. So, eingefangen. Ich fange mir direkt zwei von denen. Ich kann mir gleich noch einen Tag angucken. Ich suche den Vogel. Ich habe eine kleine Palseele gefunden. Da ist er ja. Er erlaubt euch mit Kugeln nach mir zu schießen. Aua. Ein da. Ich sagte rein da. Mann. Das ist eine Stufe 4er. Ich hole mir lieber den 4er. Der sollte leichter sein.
So dämlich. Ich stehe direkt vor ihm und er fliegt daneben. So, hab ihn. Fange 10 verschiedene Arten von Pals. Angehender Paltrainer. So, ab nach Hause. Ich habe 2 neue gesehen. Das reicht mir. Ich glaube, die werden, wenn ich das Team voll habe, wie bei Pokémon, einfach in die Box gesendet. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Nachtarbeiter sind. So oder so, ich habe 2 neue in meinem Team. Pyrex. Einmal den da. Denkt oft an Palapagos in der Nacht und wird dann um den Schlaf gebracht. Das ist ein Sammler. Und das ist ein Transporter. Wenn dieser Pal dich besonders mag, versetzt er dich in einen tiefen Schlaf und lässt dich bis zu deinem Tod süße träumen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich darüber freuen sollte. Nacht. Ach, beim Bett kann ich mich einfach nur hochhallen. Mehr hat das offenbar nicht als Sinn. Diese D-Dreams haben, glaube ich, die Giftdrüse gegeben, oder? Ja, die haben diese Giftdrüsen. Schlaues Technik-Handbuch. Die Dream Halsbande. Ist genehmigt. Den Hochofen erforschen wir. Der wäre gut. Das wäre ein wesentlich besserer Bogen. Danke, ich brech mal kurz ab. Lass einmal den hier herstellen. Danke. Jetzt darfst du wieder Pfeile herstellen. Den Dreischussbogen bin ich dann eigentlich gut besetzt. Einmal kurz ausprobieren. Oh, das müsste eigentlich gut damagen. Ganz ehrlich, besser als der Speer. Kann man beibehalten, falls man mal in den Nahkampf muss. Und beziehungsweise, wenn ich keine Pfeile mehr habe, aber ansonsten nehme ich lieber die Fackel mit. Wenn das Teil mir das schon sagt, habe ich irgendwie Bock drauf. Ich gebe schon mal die Nägel aus. So. Der hat gerade gespeichert da oben, das habe ich gerade gesehen. Ich würde dann nämlich jetzt mal auf zurück zum Titelbildschirm drücken. Okay, es wird dann so oder so automatisch gespeichert. Weil ich dann jetzt nämlich langsam für heute mal Schluss machen möchte. Ich würde sagen, wir haben einiges heute erreicht.
auch ein paar starke Monster beziehungsweise Piles angeworben. Also man kann sich nicht beschweren. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen. Bei Twitch ein Follow. Beides ist gegenseitig in der Beschreibung verlinkt. Und den YouTube-Zuschauern sage ich zuerst an der Stelle ciao und bis dann.